Warum aber Europa auch im Zeichen der batterieelektrisch betriebenen Fahrzeuge eine strenge Euro 7 Abgasnorm braucht, das erklärt uns jetzt Peter Kalt. Er ist Entwicklungsleiter bei Bosch in Wien. Dort, das weiß man eigentlich gar nicht, entwickeln 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Soft- und Hardwareprodukte für alle Antriebsarten. Herr Kalt, herzlich willkommen. Dankeschön für die Einladung. So, nur kurz zur Technik. Ja, vielen Dank, dass ich Ihnen kurz auch ein bisschen einen Ausflug in die Technik rund um Europa 7 Abgasnorm geben kann. Der Hintergrund ist klar, Europa hat sich bis 2050 eine gewisse Carbonfreiheit vorgenommen. Dazu gehört aber auch ein entsprechender Fortschritt bei der Luftreinhaltung. Und für diese Luftreinhaltung soll die Euro 7-Regelung entsprechenden Fortschritt bringen. Wichtig ist hier vor allem, dass die Luftschadstoffe von allen Fahrzeugen im Straßenverkehr weiter reduziert werden sollen. Das heißt, es geht nicht mehr rein um Verbrenner, sondern auch batterieelektrische Fahrzeuge sollen bezüglich Partikelemissionen, bezüglich Abrieb vom Reifen oder von den Bremsen entsprechend reguliert und überwacht werden. Was verbirgt sich noch hinter Euro 7? Man hat schon gehört, es geht schon seit einigen Jahren rauf und runter. Es gibt diverse Vorschläge von Kommission, von Gremien. Am Schluss besteht die Euro 7 aus vier wesentlichen Grundfesten. Einerseits Onboard Monitoring. Das bedeutet, dass das Fahrzeug im Normalbetrieb über Lebensdauer des Fahrzeugs entsprechend überwacht wird und der Anwender entsprechend eine Warnung bekommt, wenn eine signifikante Abweichung bei den Emissionen auftritt. Wichtig ist hier, das geht weit über das, was wir bisher als OBD-Diagnose kennen, hinaus. Da wird auch wirklich eine Modellbildung, eine Erfassung aller Sensoren im Fahrzeug betrieben, um wirklich den Gesundheitszustand des Fahrzeugs, aber auch Manipulation entsprechend gut überwachen und erkennen zu können. Eine zweite Säule ist das Thema Grenzwerte. Klar, das waren die Hauptschlagworte der letzten Abgasemissionen. Und auch hier, ich habe es vorher schon angesprochen, Verschärfungen klar in Richtung Luftreinhaltung, aber auch Einbezug der batterieelektrischen Fahrzeuge. Links unten im Quadranten sieht man auch das Thema größere Laufzeit, längerer Beobachtungszeitraum. Die Euro 7 hat aktuell in Diskussion, dass Fahrzeuge ihre Emissionsqualität über eine Laufzeit von 10 Jahren und 200.000 Kilometern halten müssen. Das ist eine wesentliche Steigerung gegenüber früher und bezieht auch Batteriefahrzeuge ein. Das heißt, nach 5 Jahren ist nach aktuellem Vorschlag die Batterie, soll sie in der Lage sein, noch 85% der Leistung zu liefern, nach 10 Jahren 75%. Die Werte sind noch in Diskussion, aber grundsätzlich geht es darum, hier nicht nur Luftreinheit zu verbessern, sondern natürlich auch einen Nutzen für den Endanwender zu generieren. Wichtig ist auch, dass es verschärfte Maßnahmen zur In-Service-Conformity-Überprüfung geben wird. Das bedeutet, heute schon kann die Behörde Fahrzeuge aus dem Feld entsprechend in eine Überprüfung bringen und überprüfen, ob das Fahrzeug nach einer gewissen Lebensdauer auch wirklich noch die versprochenen Werte beinhaltet. Das wird mit Euro 7 noch massiv verschärft. Leider, im September gab es einen Vorschlag aus dem EU-Rat, der die bisher recht ambitionierten Vorgaben von der EU-Kommission leider bezüglich der Abgasgrenzwerte zurückgenommen hat. Das heißt, derzeit liegt hier ein Vorschlag vor, bei den Grenzwerten auf Euro 6e zurückzusteigen, womit sich die Euro 7 eigentlich reduzieren würde auf eine reine Infrastrukturverbesserung und Überwachungsverbesserung, aber keine Auswirkung auf entsprechende Luftqualität und entsprechende Standards. Damit setzen wir in der EU kaum Anreize für technisch mögliche Verbesserungen in den Emissionen und sehen auch klar einen gewissen Nachteil im internationalen Wettbewerb. Europa ist nicht allein. Es wird auch in anderen Ländern noch längere Zeit Verbrennungsfahrzeuge geben. Und sollte Europa wirklich hier auf veraltete Motortechnik setzen, wird man sich technisch irgendwann mal abkoppeln.
Dabei, die Technologie ist vorhanden. Man muss natürlich gewissermaßen pragmatisch vorgehen, aber mit den Randbedingungen wäre es machbar. Klar, man hat jetzt jahrelang diskutiert, man braucht da gewisse Zeit, um das dann auch in der Technik zu implementieren und validieren. Aber das Einführungsdatum ließe sich an entsprechende Definitionsabschlüsse anpassen. Man müsste auf jeden Fall das Biased Driving, diese Worst-Case-Fahrten, auch ausschließen durch Regelungen, weil einen klassischen Motor unter allen Betriebszuständen, auch wenn ich den in außerordentliche Zustände bringe, die im Normalbetrieb nie vorkommen können, wenn ich den dafür absichern muss, wird der Motor unbezahlbar. Das ist besser, man macht gar keinen Verbrennungsmotor. Wichtig ist auch bezüglich des Onboard-Monitorings entsprechend realistische Anforderungen festzulegen. Hier geht es gerade darum, dass Toleranzen von Komponenten, Sensoren und Stellern im Fahrzeug entsprechend berücksichtigt werden. Und am Schluss, klar, Grenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge vereinfachen. Wichtig ist aus unserer Sicht, zur Erreichung der Klimaziele sollten alle Technologien eingesetzt werden. Es werden viele der Fahrzeuge, die bis 2035 in Europa gebaut werden, weltweit werden auch danach noch Fahrzeuge gebaut werden mit Verbrennungsmotor, die werden noch zu 2040, 2050 im Einsatz sein. Alle diese Fahrzeuge sollten auch ihren Beitrag zur Umwelt und zur Luftreinheit leisten. By the way, ich habe es vorher schon angesprochen, wir drohen einfach den Anschluss zu verlieren. Aktuell sind andere Länder mit ihren Abgasgrenzwerten weit voraus, vor allem die USA mit ihren SULEF 30 Grenzwerten und haben auch für die Industrie einfach planbare und umsetzbare Zeitschienen, wie diese Werte umgesetzt werden müssen. Da verliert Europa derzeit ein bisschen den Anschluss. Wichtig ist, warum? Wir wollen gute Grenzwerte, ambitionierte Grenzwerte, um sicherzustellen, dass, wenn gleichzeitig in den nächsten 10, 15, 20 Jahren die Luftstandards auch angehoben werden, Einfahrverbote in Städten, in Ballungszentren zu vermeiden, um die Bewegungsfreiheit zu garantieren, ohne die Luftqualität negativ zu beeinflussen. Ja, zusammenfassend. Die Euro 7-Norm ist essentiell für die Erreichung der Luftqualitätsstandards in der EU. Es braucht Grenzwerte für alle Luftschadstoffe, auch außerhalb eines Verbrennungsmotors. Mit ein bisschen Pragmatismus wäre die Euro 7 auch realisierbar und leistbar, auch mit schärferen Grenzwerten, als sie gerade jetzt diskutiert werden. Und in anderen Regionen, speziell USA, China, gibt es bereits schärfere Grenzwerte bei leichteren Einsatzbedingungen. Ja, komme ich zum Schluss. Wir brauchen eine ambitionierte Euro 7-Norm, einerseits für unsere Luftqualitätsstandards, aber auch für den Technologiestandard Europa. Der Rat hat mit seinem letzten Vorschlag eine eher schwache Regelung bevorzugt. Das EU-Parlament mit der aktuellen Arbeitsgruppe Umwelt hat einen etwas ambitionierteren Vorschlag eingebracht, der durchaus wieder in die Richtung der Kommissionsvorschläge geht. Jetzt bleibt zu hoffen, dass der Parlamentsvorschlag im November entsprechend fixiert wird und dann in dem Dreiergremium EU-Kommission, EU-Rat und EU-Parlament die richtigen Entscheidungen für Europa getroffen werden. Das war's aus der Sicht eines Technikers zu Euro 7 und der Einführungsschiene. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für Gespräche stehe ich nachher gerne zur Verfügung. Dankeschön, Peter Kalt. Ganz kurz noch ein paar Nachfragen. Euro 7, Sie haben schon ungefähr seine Zeitachse aufgemacht. Kann das denn auch System sein, dass man das jetzt in Anbetracht der immer stärker forcierten und auch unterstützten E-Mobilität vielleicht gar nicht mehr so vorrangig im Rahmen der EU-Emissionen, im Rahmen der EU-Intention ist? Also die Hintergründe, da kann man viel interpretieren. Klar, gibt es die Notwendigkeit, sich zu fokussieren. Andererseits gibt es aber auch die Notwendigkeit für diverse Weltregionen, wo sie auch in 20, 30 Jahren keine Ladestation in der Nähe finden werden, dort mit Verbrennungsfahrzeugen unterwegs sein zu können. Das heißt, aus unserer Sicht ist der Fokus rein auf Batteriefahrzeug eine Monokultur.
Was wir brauchen, ist die Diversität, weil für die verschiedenen unterschiedlichen Anwendungen wird es auch unterschiedlich optimale Lösungen geben. Und da braucht man diese Evolution, diesen Wettbewerb der freien Kräfte, die dann auch wirklich in einem Markt zu einer Lösung führen, die sowohl technisch sinnvoll, wirtschaftlich erschwinglich und auch umweltverträglich ist. Und irgendwann soll sie so Europäischer Rat und alle eben dazu ihr Ja geben, auch umgesetzt werden. Muss das noch in nationales Recht umgeführt werden oder kann das dann direkt, wenn es von der EU beschlossen wird? Ich bin jetzt nicht der juristische Experte. Grundsätzlich bei den OEMs, bei den Fahrzeugherstellern ist ab dem Zeitpunkt, wenn die EU die Vorgabe fixiert hat und endlich Anforderungen, die man implementieren kann, fixiert sind, dann wird mit der Implementierung gestartet und dann kann man 2-3 Jahre später mit den Ergebnissen auf der Straße rechnen. Muss man das auch gleich machen. Dankeschön. Gerne. Für diesen Einblick wieder. Einmal mehr einen guten Einblick bekommen. Peter Kalt, Entwicklungsleiter bei Bosch. Danke.